Hallihallo, Hallöle. Na, bist du auch wieder dabei? Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft. Im letzten Part, ja, da haben wir natürlich begonnen, unser wunderbares Haus einzurichten. Wir haben zum Beispiel angefangen, eine Küche zu bauen. Ich bin sehr begeistert von unserer Küche. Allerdings ist das natürlich noch alles sehr anfänglich und sehr verbesserungswürdig. In diesem Part habe ich mir gedacht, ach, lass uns da doch ein bisschen weiter bauen. Guck mal, hier können wir zum Beispiel, ich finde. Kann man das? Kann man hier zum Beispiel einen Stone Slab und so einen und denen da drauf? Nein. Nein, das kann man nicht. Das ist schade. Gut, also ich habe mir gedacht, wir können ja in diesem Part hier mal ein bisschen weiterbauen. Dann kriegen wir auch Scheiße mal fertig. Und warte, können wir hier vielleicht. Ich wollte hier so eine kleine Theke bauen. Warte, da brauchen wir erstmal Fences für. Also, wir brauchen sowieso Fences. Ich meine, Fences sind natürlich fancy. Ne? Versteht ihr? Versteht ihr? Fancy, Fences, fancy. Lass mir den Quatsch. Und für diese Fences haben wir denn eine wunderbare Verwendung. Ach, warte, wir können hier doch mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zwei nochmal. Und dann haben wir schon acht. Wunderbar. So, dann können wir schon mal hier ein bisschen die Küche einrichten. Das finde ich sehr schön eigentlich. Das macht mich immer glücklich. Einfach auch schon mal was fertig zu haben. Habe ich mir anders vorgestellt gerade. Können wir vielleicht eine Pressure Plate darauf legen? Können wir vielleicht mal ein bisschen Druck aufbauen einfach? Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Warte, vielleicht können wir jetzt noch mehr kaschieren, indem wir die Scheiße einfach dahin werfen. So, naja, können wir nicht, aber ist okay. Hihi. Nee, aber ist doch cool, dann haben wir so eine kleine Theke. Wunderbar dramatische Musik auch, weil es ist ja natürlich auch jetzt. Eine dramatische. Entschuldigung, Leute, ich habe gerade was getrunken. Das ist natürlich jetzt auch eine dramatische Sache, die wir hier am Tun sind. Wir können vielleicht an dieser Stelle schon mal diese Toolbox da in die Nähe bewegen. Das wäre doch mal was. So sieht das aus. Ja. Naja, ja. Also, ja. Nee. Scheiße, müssen wir da nochmal dran arbeiten. Warte mal. So. Das ist immer das Problem mit Panoramafenstern. Wir nehmen einfach Raum weg. So. Das ist besser. So. Und dann, wenn wir uns hier nochmal. Ja, lassen wir erstmal Erde so in die Luft. Das ist auch in Ordnung. Wenn wir uns hier erstmal nochmal diese Beine dahin anbasteln. So, meine ich, ne? Versteht er? Versteht er? Wisst ihr, was ich meine? So. Und ich dachte, wenn wir hier erstmal so ein paar Truhen reinsetzen. Also. Tja, wo denn? Oder hier so eine. Jetzt kommt das Holz dann natürlich auch nicht mehr so zur Geltung, ne? Wichtig ist aber, dass ich erstmal die Musik ein bisschen verändere, denn das ist ein bisschen unpassend. Ja, das ist schöner. Das macht mich auch glücklich, das macht uns froh. So, naja, dann können wir hier vielleicht nochmal zwei davon hinsetzen und dann nochmal zwei Druckplatten draufsetzen. Ach ja, jetzt haben wir natürlich umgestellt. So. Wie war das noch? Zwei so Stones einfach dahin, ne? Ja, genau. So, dann können wir gleich schon mal zwei davon machen. Oh, die stacken, wie schön. Zack und zack. Schön, dann haben wir schon mal eine Küche. Und in diese Küche habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages. Haben wir Kohle hier? Jawohl, wir haben Kohle hier. Habe Kohle hier. Mache liebe Lagen, so. Ich habe übrigens eine Geschichte vorbereitet und warte, ich muss mal eben hier Panax einmal ganz kurz versetzen. Vier, genau. Ich habe eine kleine Geschichte vorbereitet. Das ist eine sehr herzerwärmende Geschichte. Ich hoffe, euch gefällt sie auch so ein bisschen. Es geht um diesen kleinen Wollknäuelkater, den ich in meinem 500-Abo-Special auf dem Arm hatte. Den kennen einige von euch ja vielleicht sogar noch. Das ist dieses kleine Wollknäuel einfach. Und ja, der hat halt eine kleine Geschichte und die habe ich halt noch nicht erzählt. Das finde ich eigentlich schade. Das kann ich eigentlich mal machen. Und das ist eigentlich auch eine sehr süße Geschichte. Also, naja, es ist halt so, was wir zu Hause immer machen. Also wir haben eigentlich keine Tiere, die jetzt vom Züchter sind oder so. Das sind eigentlich alles Tiere, die ohne uns eigentlich nicht mehr leben würden. Also zum Beispiel unser erster Hund, Jack Russell Terrier,
Den haben wir, weil er einen leichten Überbiss hat. Und, ach, das ist ganz cool mit den Regalen, finde ich. Doch, das kann man anbieten. So, und wenn man hier jetzt gleich noch einen Glowstone irgendwie reinfropft, dann kann man das durchaus anbieten. So, warte mal. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Pass auf, pass auf, pass, 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 pass mal auf. Pass gerade mal nicht auf. Also auf jeden Fall, ja, unseren ersten Hund, und zwar einen Jack Russell Terrier, den haben wir zum Beispiel, weil er einen Überbiss hatte. Und der kommt vom Züchter, also kommt tatsächlich vom Züchter. Aber Hunde mit einem Überbiss kann man nicht verkaufen. Die sind ja, haben ja, sag ich mal, einen Fehler. Und da so viel Geld vom Züchter für bezahlen, das wäre ja Quatsch, haben die sich dann gesagt. Also Leute halt, ne? Deswegen war dieser Hund unverkäuflich. Nun konnte man mit diesem Hund ja auch nicht mehr züchten, weil der halt einen Überbiss hatte und hätten halt die Nachfahren auch Überbisse gehabt. Was also tun mit diesem Hund? Ja, nix. Einschläfern. Da haben wir gesagt, nö. Nö, also bevor dieser Hund eingeschläfert wird, nehmen wir den. Und so sind wir quasi auch zu diesem Hund gekommen. Wir haben da immer noch einen redlichen Preis für bezahlt. So ist es nicht. Also Tiere vom Züchter sind halt nicht billig. Aber, guck mal, den können wir vielleicht nochmal verändern hier. Hunde vom Züchter sind nicht billig, aber dieser Hund hat eine Abstammungsurkunde und alles. Aber, wie gesagt, würde ohne uns nicht mehr leben. Und so sind eigentlich alle unsere Tiere. Also, unseren zweiten Hund haben wir zum Beispiel, also der wurde beim Tierarzt in einer Plastiktüte mit drei seiner Geschwister abgegeben, mit den Worten: Bitte einmal einschläfern, als Welpe. Aber ja, was war da los, wurde dann gleich gefragt. Also, warum wollen Sie jetzt hier drei gesunde oder vier gesunde Welpen einschläfern? Ja, also ich wollte meinen Hund sterilisieren lassen, sagte der damalige Besitzer, aber dazu muss er ja einmal schwanger werden und einmal Kinder kriegen. Und, also ganz nebenbei, das ist Schwachsinn. Ne? Also wenn ihr nicht wollt, dass euer Hund oder eure Hündin Kinder bekommt, ich habe gerade getrunken, ich muss so viel aufstoßen. Ihr könnt ihn sofort sterilisieren lassen. Das ist ein dummes, dummes, dummes Gerücht, dass er einmal Kinder gekriegt haben muss. Das stimmt einfach nicht. Aber das hält sich halt immer noch wacker, gerade auf der Landbevölkerung. Und naja, dann sollten die Welpen halt eingeschläfert werden, weil er hatte keine Verwendung für. Aber Hund musste ja angeblich einmal Welpen kriegen. Naja, sagt der Tierarzt, nö. Nee, das sind gesunde Welpen, die werden wir nicht. Och, danke schön. Die werden wir nicht einschläfern. Völlig zu Recht. Naja, hat er dann gesagt, das macht nichts. Ich habe zu Hause auch einen Eimer Wasser. Naja, gut, sagt der Tierarzt, dann lassen Sie die mal hier. So auch nicht. Wir werden jetzt ja auch keine Hunde in den Tod schicken. Naja, gut. So wurde dieser Hund dann beim Tierarzt abgegeben. Der Tierarzt ist nun mal kein Tierheim. Aber, ja, gut, der Hund war soweit erstmal gerettet. Und weil wir halt dafür ein bisschen bekannt standen, dass wir halt solche Tiere aufnehmen, wurde uns halt dieser Hund angeboten. Ja, und so kamen wir halt zu unserem zweiten Hund, Howard. Und Howard war ein Bild von einem Hund. Also dieser Hund war. Warte mal, die wachsen eigentlich besser auf Sand. Ich will mal kurz reingehen und Sand holen. Oder rein und dann wieder rausgehen und Sand holen. Ja, so sind wir zu unserem zweiten Hund gekommen, Howard. Und ja, wir haben ihn bis ans Ende seines Lebens geliebt. Über alles. Es war ein wunderbarer Hund, aber wer fast nicht älter als ein paar Tage geworden. So sind wir zu unserem zweiten Hund gekommen. Naja. Und so weiter und so weiter. Also die Geschichten häufen sich da einfach. Und eigentlich haben wir all unsere Hunde so, oder all unsere Tiere selbst so bekommen. Beispiel, ich hatte damals immer mal einen Hamster. Und die hatte ich alle aus dem Tierheim. Weil, naja, dann haben wir halt den Hamster nochmal eine Chance gegeben. So lief das dann. Naja, also jetzt zurück zu diesem kleinen Fellknäuel, das ich da im Abo-Special auf der Hand hatte. Das ist Charles. Heißt halt nicht Katzi, auch wenn das die landläufige Meinung ist, dass ich da Katzi gesagt haben sollte. Ich habe Charles gesagt, jetzt mal ohne Scheiß. Der Kater heißt Charles. Also, ja, Charles halt, wie Prinz Charles, dann halt eben Katze. Naja. Jedenfalls war das da ungefähr eine ähnliche Geschichte. Charles kommt aus einem Katzenhaus, halt von so einer älteren Frau, die sich einmal aus Einsamkeit oder was auch immer, ich meine, es tut einem ja auch leid, aber die hat sich dann halt aus Einsamkeit oder so einmal extrem viele Katzen angeschafft. Ja, dieser Kater war halt einer davon und hatte halt komplett die Kontrolle verloren. Und dann stand da halt irgendwann knöcheltief der Kot und ich möchte auch jetzt die
Details wirklich ersparen, aber es war halt kein Leben mehr für die Katzen und dann wurde das halt geräumt. Und ja, Charles war halt eine dieser Katzen. Und naja, wie gesagt, wir hatten entsprechende Kontakte, wir waren ein bisschen dafür bekannt und Charles sah damals aus wie eine Katze, die eventuell noch 6 Monate zu leben hat. Also das sah wirklich fürchterlich aus. Dann haben wir gesagt, ja gut, bevor diese Katze jetzt eingeschläfert wird, denn das wäre sie geworden, sie wäre eingeschläfert geworden, eingeschläfert worden, nicht geworden. Dann geben wir ihr halt 6 Monate noch ein schönes Leben. Und ich möchte euch ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Katze weder stubenrein noch irgendwas ist. Ne? Ich meine, die hat ihr ganzes Leben da so gelebt. Wie sollte die jemals stubenrein gewesen, also geworden sein? Dann haben wir gesagt, ja gut, dann übernehmen wir die Katze vielleicht noch 6 Monate. Dann hat die noch einen schönen Lebensabend. Dann ist das alles nochmal relativ okay. Tja, was soll ich sagen? Sobald diese Katze bei uns war, ist sie ungefähr jeden Tag um 3 Wochen gealtert. Nicht gealtert, verjüngt. Also die Katze ist richtig aufgelebt. Die hat sich richtig, richtig wohlgefühlt bei uns. Fühlt sie sich noch. Charles lebt immer noch. Das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Und ja, und wir haben Charles quasi, wie alle anderen Katzen, die wir haben, auch gerettet. Aus einem Gnadenhof. Das ist eigentlich eine ziemlich süße Geschichte, aber ist halt auch schade, weil, wie gesagt, ist nicht schön, was dieser Katze widerfahren ist, ne? Naja, und so steht sich halt alles mit allen unseren Tieren. Also, ich kann euch nur empfehlen, da darf ich jetzt mal wirklich Moralapostel spielen. Wenn ihr euch mal ein Tier anschaffen solltet, macht das bitte. Ich finde es sehr schön. Ein Tier kann wirklich jahrelang euer bester Freund werden. Kann man das jetzt nicht mal auf Slaps platzieren, sag mal. Na, das ist ja wunderbar. Dann müssen wir mal eben hier Architektur verändern. Mal kurz ein Bett auf den Thron stellen. Alles klar. Ja, also, wenn ihr euch ein Tier anschafft, wunderbar, macht das. Geht aber nicht zu irgendeinem Züchter, der vielleicht für 50 € euch einen Welpen hinterher wirft. Diese Welpen, oder irgend so ein Polenwelpen oder so. Das meine ich jetzt nicht abwertend, aber das ist halt wirklich, sag ich mal, so ein Trend, dass man halt irgendeinen sehr günstigen Welpen, Welpen sind teuer, holt aus Polen oder so. Aber dieser Welpe hat hundertprozentig, es gibt so eine Knochenkrankheit für Hunde, da können die irgendwann im 8. Lebensjahr nicht mehr gehen. Das ist qualvoll, da müssen sie eingeschläfert werden. Holt euch entweder einen vom Züchter, halt 1000 € dann auch, aber holt euch entweder einen vom Züchter, den ihr noch wirklich bis an sein Lebensende ohne Erbkrankheiten rumkrebst und rumlaufen kann, oder holt einen Hund aus dem Tierheim. Denn dem gebt ihr eine zweite Chance, vielleicht wirklich in eine gute Familie zu kommen. Denn die können nichts dafür, wenn sie plötzlich aus der Familie ausgestoßen werden. Die fühlen sich grauenhaft. Und vielleicht tut ihr dann einfach auch mal eine gute Tat. Also hier darf ich vielleicht wirklich mal Moralapostel spielen, denn das ist eine der Sachen, wo ich wirklich weiß, wovon ich rede. Das könnt ihr mir glauben. Damit, Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben ja wirklich was geschafft. So, trotz des eher seriösen Themas haben wir jetzt hier tatsächlich eine kleine Küche eingerichtet gekriegt. Wie schön. Im nächsten Part werden wir uns um diese Ecke kümmern, dann habe ich auch große Pläne. Und ja, es ist schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von nächsten Part von Let's Play Minecraft. Ciao, ciao, tschö und baba.